Einen wunderschönen guten Tag. Moin, moin. Morgen. Morgen. Jo. Du bastelst jetzt den Highway weiter, ja? Jo. Highway to Hell oder so, ne? Ah, ne, nicht singen. Entschuldigung. Wenn ich nicht singen darf, ja, darfst du auch nicht singen. Ja, Katze, Entschuldigung. Man hört dich eh nicht, du Diva. Mann, Mann, wir haben ganz schön viele Steine. Also eigentlich könnte man hier so ein kleines Katapult bauen, wenn das gehen würde. Und dann hat man schon so, weiß ich nicht, 12, 24, 48.000 oder schieß mich tot noch mehr Stein. Immer Katapult, Feuer. Oder so eine Zwitte. Katapult finde ich cooler. Okay. Wie kann ich noch einschmelzen? Okay, mehr als 6.000 kann man gerade nicht einschmelzen. Nee, 6.000 ist das Maximum. Ja, falls ihr euch noch wundert, was ich hier mache, ich habe ja angefangen, einen Highway zu bauen und ich dachte mir, es ist schön, wenn man den auch optisch erkennt. Und es wird dann sowas werden. Wie optisch? Ja, guck mal raus. Ja, warte. So, dum, 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 dum. Wie, da baust du den Highway? Ja. Ja, das soll ja ein möglichst direkter Weg zu unserer alten Basis sein. Sag jetzt nichts Falsches, Heinrich. Wie soll ich das sagen? Das weiß ich nicht, aber wähle deine Worte weise. Ja. Ich hab noch mal so beim Graben überlegt, ob wir hier vorne so ein U nochmal machen, oder so ein Hufeisen, so eine Halbrund, und dann nochmal so ein Verteidigungs-, einfach so ein Erdwall. Das können wir ja trotzdem gerne machen. Gut. Das kann ich ja dann machen. Ich mache einfach nur so ein bisschen tief, aber es wird ein bisschen. Ja, das doof. Kannst du ja machen, das ist ja kein Problem. Ich meine, nur weil der Weg hier startet, heißt ja noch lange nicht, dass der exakt zu sein muss. Vielleicht kann man dann auch ein bisschen weiter rein. Ich sehe gerade, links muss ich ein bisschen aufbuddeln oder eine Rampe bauen, damit das alles so ein bisschen eben ist. Und da ein bisschen zu sehr wegnehmen. Ach, was, ich überlege mir was. Erstmal schön heißen schwarzen Kaffee, Junge. Genau. So, ich bin jetzt erstmal wieder in meinem Tunnel. Ah, mir fällt gerade ein, meine Fahrräder und so sind ja noch alle oben. Verdammt. Ich könnte die paar Meter laufen, aber nö. Mein Charakter im Spiel ist faul. Genau, und du wolltest, also der liebe Heinrich wollte sich jetzt diese Folge so ein bisschen darum kümmern, zu gucken. Munition. Ja, ich guck mal in der Basis, was wir noch an Nitrat haben. Ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, wir haben es immer mitgenommen, weil Nitrathöhlen gibt es hier nicht. Nicht in dieser Version, bei Alpha 17, also nur keine. Ich weiß auch nicht, ob es an der Alpha liegt, weil wir hatten ja sonst auch häufig auf so einer zufällig generierten Karte gespielt, wo es die immer gab. Ich weiß nicht, nur nicht, ob es die vielleicht hier auf dieser Karte nicht gibt, keine Ahnung, vielleicht wisst ihr das, wie das aussieht, wo man vernünftig Nitrat herbekommt. Außer aus diesen Findlingsfelsen, die hier rumliegen. Ups. Früher kannten wir es auch noch so, dass wenn man so in der Erde rumgebuddelt hat, dass man auch so ähnlich wie auf eine Eisen oder Kohle oder Bleiader. Warte mal ganz kurz, wann hast du mit diesem Weg angefangen? Gestern. Ey, die Höhle ist doch gar nicht fertig, der Tunnel. Nein, ist sie noch nicht. Oh, sieht ja schon mal nett aus. Ich dachte mal, um ein bisschen Sprit zu sparen, wegen der Umwelt zuliebe, rate ich ein bisschen. Ey, Trader! Tut mir leid, so weit bin ich noch nicht. Nö, alles gut. Wenn ich so weit bin, feiern wir eine große Tunneleröffnung. Ich habe ja noch gar nichts gesehen vom Tunnel. Also. Wer baut denn hier sowas? Mensch, Natur. Ja, das ist. Natur, ich schimpfe mit der Natur, nicht mit dir. Achso, ja, deswegen baue ich doch den Tunnel. Weil das hier ist total. Total alles hier so, musst du Umweg machen, ne? Das ist schon richtig. Deswegen baue ich doch den Tunnel. Alles gut, alles gut. Trotzdem darf ich mit der Natur schimpfen. Böse Natur.
Oh, das sieht schwer nach Fitness aus. Ist, oh, bergauf. Oh, das ist immer so. Oh, das geht. Dann kannst schwer. Du dir den Spinning-Kurs heute sparen. Ist doch auch nicht schlecht. Bergauf, bergauf, bergauf. Los, los, los. Oh, Mann. Oh, los. Meine Güte, das klingt, als ob du auf dem Klo wärst, so wie du rumstößt. Das ist aber eine schwere Geburt. Jetzt sitze ich auf dem Klo. Ich fahr Fahrrad. Ich habe ein Multifunktionstool-Fahrrad. Aber wo war denn das, wo man kacken konnte hier? Dieses eine Spiel, welches war denn das? Das hatten wir mit Montro ein bisschen gespielt. Scump war das, glaube ich. Ach, Scump war das, genau. Konnte man sich auch nicht. Und bei Ark konnte man sich mit der Kacke bewerfen. Stimmt, ja, auf jeden. Ja, Ark hat schon ein bisschen Spaß gemacht. Aber Ark war schon ganz cool, ja. Ja, aber 4-5 Stunden für einen Mammut zum Zähmen, das hat mir gereicht. Ja, das hat es irgendwie gekillt. Also selbst mit den Kibbles dann. Obwohl das echt viel Spaß gemacht hat. Auch diese Höhlen, die es dann da gab, das war schon ziemlich cool. Ich muss mich gerade entschuldigen, ich habe das Schild schon gesehen, aber. Irgendwie war ich zu schnell. Ich dachte, ich schaffe einen Schluck Kaffee zu trinken. Aber ich konnte nicht ausweichen. Es tut mir leid. Und natürlich, wenn ich irgendwann soweit bin, hätte ich es natürlich auch gerne so, dass der ganze Highway mit Fackeln oder Kerzen oder irgendwas in der Richtung beleuchtet ist. Ja, dann brauchen wir viel Zombie-Tod-Fleisch und so, ne? Fett. Fett, sag ich auch. Zombie-Fett. Ah, die Zombies haben noch gar nicht mehr so viel Fett gegeben, meine ich. Ach, wenn der Erdbohrer nur nicht so viel Sprit fressen würde. Ja, das ist, den Erdbohrer könnte man an sich schon mal wieder, also nur für den Sprit, echt nochmal so einen Tagesausflüge machen. Und alle Autos... Ach, irgendeine dumme Kuh. Stirb doch einfach. Strengths Level 7. Wer hat denn doch schon irgendwie... Oh, 208. Das ist ja nicht viel. Was ist so gemein, da hat man sich die ganze Zeit so auf den Erdbohrer gefreut. Und dann kann man noch nicht mal mehr Biosprit herstellen. Früher konnte man aus Mais Biosprit herstellen. Ach ja, das geht nicht mehr? Nein. Oh, viele Klamotten haben wir noch. Oh, Entschuldigung, aber die geht mir sowas von auf den Sack gerade. Wer denn? Ah, draußen schreit da irgendwer rum. Ach. Oh, Ruhe im Karton hier. Bin ich denn hier eigentlich? Oh, da hat jemand einen Rucksack verloren. Ach, scheiß auf den Rucksack. So ein kleines Stück. Na gut, aber ich muss ja auch nicht komplett das alles gerade haben. Es geht ja nur darum, dass man einen gut befahrbaren Weg hat. Man muss es ja auch nicht übertreiben, ne? Ich muss mir in die Richtung buddeln. Was überlegst du, kleiner Heinrich? Nitrat ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Kohle haben wir... Ah, hier ist noch ganz viel Kohle. Okay. Haben wir das Nitrat vielleicht oben in der Waffenkiste auch gelagert zum Teil? Waffenkiste, aber ich kann mir vorstellen, dass es... Ja, normalerweise habe ich das gemacht, aber habe ich was vielleicht übersehen? Es könnte auch sein, tatsächlich, dass noch was in der Erste-Hilfe-Kiste ist, weil man ja auch da mit Antibiotika herstellt. Ja, da habe ich schon ein paar zerquetschte rausgenommen. Okay. Mehr haben wir nicht. Das ist dann schon alles. That is not good.
Ah, hier um ist ich habe schon mal was hergestellt. Okay. Da war noch ein bisschen drin. Es sind aber auch nur 400 und 800 Kohle. So, hier 1 zu 1 kann man das machen. Ein Kohlebrocken und ein Nitrat. Okay. Es lebe die Chemiestation. Und dann sind es ja auch nur... Okay, warum kann ich das nicht herstellen? Ist da vielleicht kein Brennstoff mehr drin? Doch, ich habe ja Feuer reingepackt und ich habe es angemacht. Hm. Aber wieso kann ich das nicht mehr mixen? Das weiß ich nicht. Ich gehe mal raus. Wieder rein. Das Rezept für Schießpulver hast du aber, oder? Ach, Mann, ich bin doof. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Hab ja wieder ein bisschen nicht gespielt. Ich hab's. Naja. So, 700, 400 ein paar Zerquetsche kriegen wir. Okay. Und dann brauche ich jetzt Patronenhülsen und Geschosse. Das macht man noch bestimmt. Patronenhülsen aus Messing. Ich weiß nicht, wie viel Messing wir schon eingeschmolzen haben. Ja, 585 könnte ich rauskriegen. Okay, wollen wir mal. Okay, jetzt brauchen wir Blei, Messing, alles, wir brauchen alles. Nitrat. Oh, ich glaube, ich habe diesen Bergwald hinter mir, geil. Oh, ich könnte, hier haben wir noch 2000 paar zerquetschte an Messing, können wir auch richtig schön was wegkriegen hier. Haben wir auch so viel Blei? Ne, Blei sieht ein bisschen schlecht aus. Ich glaube, ich werde mal gleich hier so ein paar Steine auf dem Heimweg. Also wenn ich zurückkomme. Weil dauert hier alles ein paar Minütlein. Ja, ich gucke auch, was ich hier finde. Ich komme jetzt nämlich gerade tatsächlich ans Licht. Also rein theoretisch könntest du sogar fast durch den Tunnel fahren. Ja. Ich breche hier gerade durch, also müsstest halt in meine Richtung fahren, um zum Tunnel zu kommen natürlich. Und natürlich ist er noch sehr eng und er ist nicht perfekt. Aber ich glaube, mit dem Moped oder Fahrrad müsste man hier durchkommen. Ich dachte, ich habe ihn gehört. Hm. Ja. Das ist da immer noch drin. Oh ja, da. Verdammt, doch drüber geschossen. Nein. Ach, ich liebe diesen Schleichschaden. Ich auch. Ja, das ist ja erstmal alles am Köcheln. Das ist gut. Das heißt, wir besorgen uns ein wenig Holz und ja, machen mal ein paar Steine kaputt. Mach das. Also zumindest durch diese extrem doofe, verklüftete Hügelkette müsste ich jetzt drunter durch sein. Verdammt, da komme ich nicht hin. Verdammt, versuch's. Hat sich verdammt nicht gelohnt. Och, Heinrich. Ja.
Fühl dich geknuddelt, kleiner Heinrich. Danke. Ja, den einen oder anderen Baum werde ich ja auch noch fällen müssen. Mensch, das geht ja echt easy peasy, so einen Stein mittlerweile zu zerschlagen. Ja. Ach, das hat früher immer so Ewigkeiten gedauert. Mit der kleinen Steinaxt. Richtig, das geht ja jetzt voll schnell. Da war noch einer. Also der Baum ist da eindeutig im Weg. Ich weiß nicht, das kann auch nicht die Lösung sein. Für Nitrat. Ja, also wenn ihr noch wisst, wo man noch anderweitig Nitrat herbekommt, sagt es uns bitte. Ja, das war früher ja auch mit dem Biom. Du hast ja verschiedene Biomen, hast du da was Verschiedenes gekriegt damals, ne? Ich glaube ja. Also, es gab ja immer so kleine Hügel, Messing, Nitrat gab's. Ja, aber wie gesagt, als wir das gespielt haben, das war immer auch auf diesen zufällig generierten Karten, ne? Das darfst du ja auch nicht vergessen. Ja, gut. Ich fand jetzt schon, die haben sich hier schon echt Mühe gegeben mit den ganzen extra Sachen im neuen Gebäude. Ja, so. Jetzt muss ich nur noch das nervige Gras wegkloppen. Drei Steinchen schon kaputtgeschlagen und schon 37 Nitrat bekommen. Super, ich habe hier auch ein paar Steinchen bei mir auf dem Weg. Also, die nervige Hügelecke ist Geschichte. Da kannst du jetzt durch den Tunnel fahren. Oh. Ja. Ich besorge mir erstmal ein bisschen Holz. Ach, Holzhacken macht Spaß. Weil auch das jetzt mittlerweile so schön schnell geht? Ja, es macht richtig Spaß. Das reicht mir erstmal wieder. Ja, wie schnell das auf einmal geht, dass man so viel Holz hat, dass es reicht. Das ist toll. Ja, das ist wirklich toll, aber wir müssen auch wieder ein paar Bäumchen pflanzen, ne? Also. Ich glaube, ein Freund vom Erdbohrer bin ich nicht irgendwie bisher, aber von der Kettensäge zumindest was Bäume fällen ist. Als Kettensäge, okay. Ja, denkst du, ich hacke? Ja. Warum renne ich überhaupt dann mit der Axt noch rum? Das weiß ich nicht. Hab ich gerade wen gehört? Hallo, hallo? Weit und breit ist niemand zu sehen. Nein,
gerne hätte. Nee? Nee. Aber ich probiere mich. Ich teste mich ran. Das wird schon. Für welche Waffen soll ich Munition machen? Also ich bin eigentlich mit der hier mit der MP ganz gut klargekommen. Also 9mm. Pistolenmunition. Genau. Ich denke Shotgun ist ganz sinnvoll. Ja. Und die 7mm vielleicht noch. Die für Scharfschützengewehre dann. Genau. Gut. Hatten wir hier bei der Basis mal, bei dem, da gibt es dieses Zeltlager, hatten wir damals die Zelte nicht mal abgetragen? Nee, wir hatten angefangen, glaube ich. Na, ah, Kackvogel! Komm mal her, Kackvogel! Auf jeden Fall bringe ich ein paar Federn mit. Das ist gut. Ich kriege hier nicht die sanfte Steigung hin, die ich haben möchte mit diesen Sanddingern. Das finde ich sehr schade. Ich glaube, ich reiß die mal ab. Oh, nett. Also wir haben gleich kein Stoffproblem mehr, glaube ich. Okay. Auf jeden Fall ein bisschen sanfter. Schon besser. Alles kaputt kloppen hier. Alles kaputt machen. So. Dann machen wir mal ein bisschen Nitrat und ein bisschen Blei und ein bisschen Kohle. Oh, fast 400 Stoff. Das reicht doch erstmal. Sehr schön. So. So, sage ich auch. Ich mache das jetzt so, dass du die Straße auch auf jeden Fall erkennst. Mhm. Dass du nicht so lange suchen musst. Das ist sehr nett von dir. Mhm. 139 Nitrat habe ich gefunden und auch so viel Kohle. Wenn man diese kleinen Steine auseinander nimmt. Mhm. Aber ich nutze den Tag und mache das noch fertig. Ach das. Ich bin zwar von meinem Highway, wie er sich jetzt macht, so mit dem Sand noch nicht ganz überzeugt. Mal gucken. Ich
Wachsen diese großen Steine eigentlich auch nach wie Bäume? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja, dann müssen wir in Zukunft irgendwie was anderes finden. Ich glaube nicht, dass wir die ganze Map hier abgucken nach diesen großen Steinen, die hier immer rumliegen. Das glaube ich auch nicht. Schade, dass man keine Gebäude bauen kann, so, weißt du, so wie in anderen Spielen quasi, wo du so vorgefertigte Gebäudetypen hast. Und dann müsste man sich quasi noch ein paar, so für eine Mühle, weißt du, brauchst du, keine Ahnung, 1000 Holz, 1000 Stein, dann kannst du so vorgefertigte Mühle bauen. Und damit, und die betreibst du halt mit Zombies. Hältst immer so ein Stück Fleisch vor einem Zombie, dann geht er automatisch und treibst du so die Mühle an. Meinst du so ähnlich wie auch vielleicht bei Conan, wo man sich dann Sklaven fangen kann? Ja, genau, gute Idee. Wir fangen uns ein paar Zombies. Ja, wir integrieren sie in unser Alltag. Ja, so der ein oder andere Zombie eignet sich ja auch, dass man mit dem noch PlayStation spielen kann, ne? Ja, stimmt. Das haben wir doch bei Shaun of the Dead gelernt. Ach, das ist ein guter Film. Ja. Oder die können die Einkaufswagen zurückschieben. Das glaube ich nicht, dass sie es können, aber... Bei Shaun of the Dead konnten die das. So, wie sieht's denn hier aus? Oh cool, man sieht das sogar von oben, wo ich da das in Sand hingepackt habe. Cool. Cool. Darf ich dann eigentlich summen? Nein. Auch das will man niemanden antun. Aber ich singe doch nicht. Mit Gammelfleisch könnten wir irgendwas machen, ne? Oder brauchst du? Ja, Hobostyp, glaube ich. Also hängt davon ab, welches du da hast. Ja, ja, dann hebe ich es auf. So. Ich wollte nur meinen Stoff loswerden. Das können wir mal oben hinterlegen. Genau wie die Munition auch. So macht man eine Munition, genau. So. Boah, da brauchen wir schon 300 Schießpulver. Wofür? Ich wollte jetzt, habe jetzt mal für Scharfschützengewehr 100 Schuss gemacht. Dafür brauchst du 100 Geschossspitzen, ist klar. Schießpulver 300, das Doppelte oder Dreifache sogar. Und Patronen 100. Dann machen wir davon auch nochmal 100. Ah, bei der Pistolenmunition brauchst du immer nur eins. Das ist schon mal gut. Und wo mache ich die... Kann nur Flintengeschossmunition machen? Das ist ja doof. Ah, hier, Flinten. Ach, da brauche ich Papier für. Ach. Und grober Schrot kommt da auch noch ran. Ach, schau einer an. Für die normale Schrotflintenmunition, ne?
Ich könnte aber auch Flintenlaufgeschosse machen. Was ist denn besser? Haben wir sowas schon? Das sind diese grünen Munition. Ja, ja. Nee. Ich will nur wissen, ob die mehr Schaden machen oder weniger. Aber ich denke mal, dass die anderen Schuss Damage 80 Block. Nö, ich würde sagen, die Blindenschuss-Munition ist besser. So, dann machen wir doch die. Aber okay, die Munition für die Flintenlaufgeschosse verbraucht aber auch viel. Du brauchst da 5 Geschossspitzen für einen Schuss, 4 Schießpulver und 3 Patronenhülsen. Aber die machen wahrscheinlich auch mehr Rambazamba. Machen wir einfach mal. So. Pack ich den Rest da mal rein. Ja, dann brauchen wir Blei und alles wieder. Jetzt habe ich vergessen, dass die Pfeile. Oder ich pflanze Eistannen hier am Weg. Ja, Eistannen sind auch immer sehr auffallend. So, mache ich mich langsam auf die Reise zur Verteidigungsbasis. Ja, du kannst jetzt zu mir kommen. Nicht ganz. Ich muss erstmal hier so eine Tussi töten. Oh, ist das schön, habt ihr das gesehen? Es hat Platsch gemacht, aber der Kopf ist noch dran. Es regnet Blut. Hui. So. Oh, da können wir. Oh, vielleicht sollte ich mir auch langsam auf den Weg machen. Du bist hungrig. Verdammt. Jetzt bin ich aber schon auf dem Fahrrad. Ja, ich gehe auch mal zurück. Bist du schon am See gewesen mit deinem Weg? Nein. Nein. Aber fahre in meine Richtung ruhig direkt. Ja, und wehe, da ist irgendein Hügel oder so. Habe ich nicht gesehen. Ey, dich hacke ich kaputt. Ah! Hier bist du. Warte, der nervt mich hier. Der muss unbedingt weg. Na, ich laufe schon mal vor. Du gehst mir sowas von auf den Zwirn. Der liegt ja direkt auf deinem Weg. So ein Arschloch. Genau, den machen wir mal platt hier. Der, weil er mich schief angeguckt hat, wird auch nochmal kaputt gehauen. Guck mich nicht schief an, Stein. Hör auf zu gucken. Guck weg! Geht doch. Und Zombie. Aber ich glaube, diese Folge haben wir noch keinen Zombie geklatscht. Also, kannst gern für dich reden. Kommt mal her. Komm mal her. Ach ja, es macht Spaß. Oh, es sind ja auch noch Steine. Alter, geil. 3 Zombies gekillt und dreimal den Kopf dermaßen zersplattert. Was hast du gehört? Tussi. Hm.
Ja, und ich treffe sie wohl jetzt in zwei Tussis. Der vierte muss natürlich nicht mitmachen. So, die erste Tussi ist tot. Eine Tussi hopst da hinter meinem Garten rum. Da hüpft noch eine rum. Brauchen wir noch Fleisch? Ja, aber Fett. Boah, ey, ich treffe auch nicht. So, jetzt habe ich sie getroffen. Oh, ich kann ernten, sehe ich gerade. Ja, und ich muss essen gleich. Da, mein Fahrrad. Jetzt komme ich aber auf jeden Fall mal schnell zurück. Wird ja schon dunkel. Ist ja auch schon nach 9. Ich freue mich, wenn das hier alles ein bisschen eben ist. Ja, ich arbeite noch dran. Jetzt weißt du, was ich meine. Ich bin auch nicht ganz einverstanden. Yep. Ich verstehe dein Problem. Ah, Höhle! Mit Fackeln könnte das echt cool aussehen. Juhu! Und bergab und ah! Ja, gut. Ich arbeite noch dran. Ja, ausbaufähig. Aua. Und, was sagst du, so als erster Eindruck zumindest? Ja, aua. Scheiße. Aua, da tut's weh. Oh. Hoch da. Na. Geht doch. Oh oh. Oh oh. Ich mag es nicht, wenn du... falls ihr euch wundert, was gerade los war, die Katze fing gerade an zu würgen und zu kotzen und deswegen hat Heinrich sie ganz schnell gerade geschnappt und zum Katzenklo geschleppt, in der Hoffnung, dass sie ins Katzenklo kotzt. Das würden wir ihr nämlich eigentlich sehr gerne beibringen, dass sie ins Katzenklo kotzt. Umgraben nicht vergessen. Hat sie wirklich reingekotzt jetzt? Ich habe sie reingestellt, ja. Sie hat reingekotzt. Okay. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie umgegraben hat. Hm. Ja, echt, ich kotze. Sie, ja, wir haben ein Stück Teppich und sie saß genau auf diesem Stück Teppich an der Ecke und wollte dann die Ecke ankotzen. Oh, ich kann Superkorn-Seed machen. Superkorn. Superkorn. Komm mal was zu essen, ich habe Hunger. Geh mal weg da. Fischtaco, yam yam. Wir haben sogar noch Wildbrateintopf. Ekliger Fisch, wo? Im Essens, im Feuer. Im Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Wildbrett. Yam 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 yam. Was denn? Ich war am Verhungern. Alles gut. Ich war am Verhungern. Ja, ich weiß, lieber Heinrich, du bist immer fast am Verhungern. Ja. Ich hab ihn super Corn-Seed. Ich hab ein bisschen Fett für dich. Fett. Fett. Okay, ja. Wir machen erstmal einen Break und ja. Mal gucken, was wir am nächsten Tag machen. So Munition haben wir einen Auftrag gegeben, ist nicht viel, aber. Du wirst ja Munitionsmensch. Ja. Ich habe jetzt keinen Bock, 5 Tage die Woche hier irgendwie Steine zerkloppen, um an Material zu kommen. Nee, ich auch nicht. Ich überlege mir noch mal was. Ich werde morgen wahrscheinlich noch an meinem Highway arbeiten. Haben wir noch irgendwo irgendwelche Häuser nicht durchgesucht? Da gab es ja meistens auch Munition. Also rein theoretisch haben wir ja da diese ganze Stadt, die beim Krankenhaus ist, kaum durchsucht, weil wir da irgendwie Angst gekriegt haben. War die weit weg? Nö. Ich überlege. Können wir auch hinfahren. Willst du da mitkommen? Ach ja, wenn du mich mitnimmst. Ich würde mal sagen, ja, machen wir mal so einen Ausflug mal. Okay, ich möchte aber, bevor wir losfahren, noch mein Superkorn anpflanzen. Du pflanzt dann am nächsten Tag dein Superkorn an und dann fahren wir mal los. Okay. Gut, machen wir so einen kleinen Ausflug ins ländliche Land.
Okay. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.